Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen und weiteren angezockt Testvideo von mir. Heute schauen wir uns zusammen an Second Extinction auf der Xbox Series X. Ist seit heute im Game Pass drin, ist natürlich noch ein Early Access Game. Das heißt, das Spiel ist natürlich noch in Entwicklung. Und wir gucken uns einfach mal so die erste halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem wie lange, zusammen an. Schauen uns die Steuerung an, gucken einfach mal, wie ist dieses Spiel allgemein. Und wenn ihr das da draußen schon gespielt habt, dann könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Ist immer toll für die Leute, die das Video anklicken. Die haben dann gleichzeitig viel mehr Meinungen zu diesem Spiel. Und ja, würde ich mich freuen, selbstverständlich. Gott, jetzt wusste ich gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Ja, wie immer, spiele ich das Ganze blind. Das bedeutet natürlich, ich starte mit euch das erste Mal das Spiel. Am Anfang kam hier so ein kleines Intro, das habe ich jetzt erstmal ausgelassen. Was war denn das für eine Vibration? Ich habe irgend so eine Vibration im Ton gehabt, aber alles ist gut. Aber ich merke gerade, mein Headset rutscht runter. So, was haben wir? Tutorial und Training, das sparen wir uns heute. Expedition ist freies Erkunden und Kampagne. Dann haben wir Arsenal, da haben wir Pistolen und Skins, Schrotflinten, Speergewehr, Minigun, Granatenwerfer, Sturmgewehr. Halt, Moment mal, da oben ist ja noch ein Reiter. Ach, da sind die Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten, alles klar. Aufträge, verfügbar ab Stufe 5, gut. Willkommenstexte, alles klar. Und Einstellungen, da war ich tatsächlich schon drin, um den Ton natürlich schon mal zu optimieren, damit ihr mich natürlich hören könnt, liebe Freunde da draußen. Ich würde sagen, wir gehen einfach in die Kampagne. Ich habe keine Ahnung, wie es geht, ne? Also, bitte, bitte habt Nachsicht, falls ihr schon gespielt habt. Okay, wollen wir das lesen? Ja, komm. Heimweg Extinction Unit. Das Herzstück der Ära sind die Shuttles, mit denen wir euch auf dem Planeten und wieder zurück nach Hause ins Tor Cygnus befördern. Wir haben nicht viele davon, vermuten aber auf Flugplätzen in der Tundra noch einige vor der Invasion. Okay, Gott, ich muss erstmal echt wieder lesen können hier, mein Lieber. Ich möchte, dass ihr sie holt. Sobald ihr sie habt, sollte es möglich sein, sie per Autopilot zurück zur Station zu schicken. Wie immer wird euch Sarah zur Seite stehen. Viel Glück, XU, und kommt mir ja sicher zurück. Alles klar. Das Ganze ist ein Multiplayer-Game. Und ich glaube, ich nehme direkt den Scharfschützen. Why not? Ist ein Multiplayer-Game, sollte man also eigentlich mit festen Freunden spielen. Aber ihr kennt das alle. Ich habe keine Freunde. Es ist, wie es ist. Was soll ich machen, Freunde? Es ist, wie es ist. Deswegen schauen wir doch einfach mal. Wie ist denn das Matchmaking hier mit random Leuten? Muss... Okay. Starten wir? Ich muss was auswählen, ne? Ich bin noch total überfordert. Einfach in die Mitte? Aber starte ich jetzt alleine? Ohne jemanden? Na toll, er liest das jetzt vor. Klasse. Dann machen wir jetzt weg. Das habe ich jetzt schon gemacht. Aber grafisch? Sieht das mega gut und vor allem ultimativ flüssig aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich jetzt erstmal... Da muss ich erstmal mit klarkommen. Alter Falter. Aber es sieht gut aus. Und ich merke gerade, ich muss mal hier im Headset ein bisschen was runterdrehen. Jetzt habe ich hier einen Doppel-Dreifach-Sound. Ich bin in einem Flugzeug, kann das sein? Und jetzt? Was soll ich jetzt tun? Davor gehen? Geht nicht. Aber ey, das ist wirklich ultimativ scharf. Ich weiß, durch die Aufnahmequalität, ihr werdet es wahrscheinlich nicht so sehen, wie ich sehe, aber es ist knacke scharf. Mega gut. Ach so, ja, wie immer spielen wir natürlich auf der Xbox Series X, falls ich nicht gesagt habe. Ach da! Well then, I am strength. Ich bin bereit. Ja, wir gehen jetzt einfach mal rein. Ansonsten weiß ich nicht, ob man sich erstmal... Okay, und dann geht's runter. Der Jürgen. Wir spielen den Jürgen. Ach, so schön. Der Jürgen. Alter, und es ist Nacht. Scheiße. Where do you want me to go, Sam? Gestartet Heimweg. Hey, Jürgen. What do you say we get to work? Intel points to some long-forgotten dropships hanging out in the airfield hangars in the area.
and it is up to us to go set them free. Head over there and we'll see what we can find. Okay. Also ich muss jetzt erstmal zu die Punkte, ne? Verstehe ich richtig, ja? Und ich bin tatsächlich allein. Okay, ich hätte gedacht, weil das ein Multiplayer-Game ist, dass wir jetzt hier mit 3 weiteren Spielern reingeworfen werden. Alter. Und vor allem, ich höre schon irgendwas. Also ich hoffe, dass... Ist das dein Raptor? Ja! Mache ich Geräusche? Ich mache Geräusche. Aber geile. Geile Lichtstimmung. Mega gut, da kommt der nächste Raptor. Guck mal, wo ist er denn? Der ist flink. Oh, der springt mir ins Gesicht und der spuckt. Ist mich runtergefallen. Okay, haben wir noch eine Zweitwaffe? Ja, haben wir. Ach, das ist hier so ein Spooky hier von Jurassic Park. Ihr wisst schon, was ich meine da. Gott, früher wusste ich mal die ganzen Namen. Heute, naja. Man nennt sie Spooky. Es sind aber auch viele Dinos. Und krass, auch hier mit richtig ganz schöne Blendeffekte. Also wenn du jetzt so in die Scheinwerfer guckst, du, das kommt. Aber die sind noch recht harmlos, würde ich sagen. Ne? Also noch. Was lassen die denn da fallen? Vielleicht hätten wir doch das Tutorial machen sollen. Na egal. Wir ziehen durch. Wow. 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 Weiß ich gar nicht. Die Snipers hat dann eher mehr sinnvoll, wenn man die spielt, wenn man wirklich im Multiplayer ist, ne? Dass man halt aus der Ferne helfen kann. Boah, wenn hier so viele ankommen, was willst du denn da mit der Sniper machen die ganze Zeit? Ich meine hier, Eckart. Eckart Schmucki, den können wir so umballern, ja. Lebensenergie haben wir noch relativ genug. Erreiche den Hauptflugplatz. Ja, egal. Wir kriegen das schon hin. Solange da oben alles schön groß steht, solange kann Sonnichi der Blindfisch auch... Ey, du hörst die ganze Zeit Dinos, ne? Ist aber schon weit weg. Naja, egal. Wir gucken mal. Haben wir eigentlich Tag-Nacht-Zyklus oder sind wir jetzt gerade gestartet oder starten die Runden quasi immer in einer, ja, ich sag mal, Wetter... In einen Wetterzyklus, ohne dass sich was ändert. Das ist jetzt die Frage. Na, aber es sieht wirklich, also ich bin begeistert. Also das, was ich sehe, wir müssen das mal sehen, wenn dann tagsüber ist. Aber das hat auf jeden Fall viel Schönes. So, wir haben auch Fähigkeiten. Heilung haben wir auch. 6 Stück, das wird, ne, 3 Stück. Was ist denn das linke? Ich kann was drücken damit. Ich lass das mal lieber noch. Kann ich das wieder weglegen? Ich will es wieder weglegen. Gut. Ich will es noch nicht nehmen. Nicht, dass ich wieder irgendwas verbrauche, was wir... Da oben müssen wir hin, okay? Oh, auf jeden Fall fortgeschrittene Dunkelheit hier. Fortgeschrittene Dunkelheit am Start. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht runterfallen. Wollen wir auf den schießen, aber dann machen wir Krach, ne? Können wir schleichen? Okay, mit B. Hat er mich jetzt doch gesehen? Hat er. Alter, die fliegen aber schon ordentlich zurück, ne? Wenn du mit der Sniper auf die ballerst. Kommt da was durchs Wasser? Na klar. Wow. Alter, Falter. Ja, die quatscht irgendwas. Ich bin aber gerade noch mitten im... Wow, 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 wow. Das sind ganz schön viele. Okay, 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 kurz wegrennen. Wir haben... Was ist denn das hier? Ah, okay, 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 okay. Hab's verstanden. Ich muss da drauf treffen, ne? Bestimmt. Ja, 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 muss ich. Alter, das tat weh. Jetzt nehmen wir mal so ein Medi. Okay, 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 okay. Ja, erstmal klarkommen hier mit allen. Ich habe mir halt auch keine Let's Plays davor angeguckt. Ich meine, ich glaube, auf dem PC
ja schon eine Weile. Verwende eine Falle. Verdammt, das sehe ich jetzt erst. Ich habe eine Falle. Ach. Na geht, heben wir sie halt auf, die Falle. Wie komme ich denn da hoch? Ich will nicht den Spruch hören. Was denn, soll ich die hier hinsetzen, die Falle? Fange Raptoren mit Falle. Requesting Payload. Also wenn das jetzt so permanent dasteht, mache ich jetzt einfach mal... Uah. Muss er jetzt hier reinlaufen? Ja! Mega! Okay, er backt zwar ein bisschen drüber, aber er ist gefangen. Warte mal, noch mehr fallen? Ja, okay, machen wir mal. Die erste Mission dann wirklich so Tutorial-mäßig, ne? Hier, kommt her. Aber ich... Ja, 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 komm. Hol mich. Nasch mich. Hol mich! Jetzt! Okay, die nächste. Alle Raptoren hier. Den machen wir mal weg. Komm her, komm her. Komm. Nee, du bist kein Raptor, ne? Scheiße. Du bist ja kein Raptor. Oh. Das steckt auf jeden Fall gut ein, ne? Du bist ein Raptor, ne? Nee, bist du nicht. Aber wo, was sind das jetzt für welche Blitzis? Okay, also wir haben Gift-Element und Blitz-Element. Wow. Leute, krass. Okay, 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 okay. Ich dachte, ich bin hier erstmal schön in einer Kennenlernmission. Das ist ja krass, was die hier mir... Ich glaube, ich habe die falsche Klasse genommen. Hä, kann der sich wegteleportieren? Habe ich das gerade richtig gesehen? Okay, wir müssen noch mehr Fallen bauen. Eins. Komm, 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 komm. Abgeschlossen, jawohl. Kann ich jetzt hier weg? Okay, die werden gerade nach oben geschossen. Heilung, Heilung. So, rein die Heilung. Wir gehen jetzt einfach weiter. Oh. Ey, denkst du, von wegen einfach weiter. Die blitzdingsen mich. Schnell weg hier, ey. Verfolgen die mich? Die verfolgen mich. So. Macht man das auf Sonnergy Art. Oh. Ey, dieses Wegteleport. Ne, die machen sich unsichtbar, ne? Dass sie nicht teleportieren. Alter, wie sie springen können. Krass. Alter Falter. Oh. Okay, okay, okay. Haben wir noch so ein... Hier. Alter. Nee, jetzt waren sie überhaupt nicht in der Nähe mehr. Okay, wir müssen versuchen, mit der Sniper zu treffen. Alter, was steckt er denn ein, bitteschön? Dein Ernst? Oh. Also, mein lieber Herr. Das war... Ach, da muss ich hoch, oder was? Alter Falter. Noch eine Spritze, aber wir haben nur noch einen Medi. Nee, lass mal noch. Aber was ist denn das hier? Aber es wird uns bestimmt dann auch noch gesagt. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen schon gefangen. Das ist doch gut. Keine Ahnung wofür, aber wir haben es. Kann man eigentlich auch... Ja, man kann wie bei... Ja, ein Ankylosaurus. Sollen wir den helfen oder was? Oder ist er auch gegen mich? Du bist doch ein Pflanzenfresser. Gib dir Bier. Hau dir diese... Warum haut er sich die Spritze nicht rein? Kann ich die nicht im Rennmodus machen? Nee. Alter, hau ab. Ich gebe mir gerade die Spritze. Menschenskinder. Alter, habe ich gerade zwei mit... Nee. Das war ein bisschen... Uah!
Okay, was machen wir gegen den Ankylosaurus? Da hilft ja eigentlich nur der Sprengstoff. Oh! Das war aber nice. Oh, ich habe gerade eine Schwachstelle am Bauch gesehen. Ich habe keine Muni mehr für die Pistole. Krass. So, wartet mal. Hier rein. Eigentlich musst du es machen, wenn er liegt, ne? Okay, komm. Komm, greif mich an, Mann. Ja, okay, das war ausweichend, weil Slowpoke hinter mir ein Stein war. Ach so, ich kann... Ich habe keine mehr. Doch, jetzt habe ich wieder eine. Er hat eine Cooldown-Zeit. Alter! Ich dachte, ich kann so einen Seitensprung, aber denkst du. Nein! Scheiße! Oh, Alter, bist du ein Affe! Hätte ich fast gesagt. Aber das Zielen ist gar nicht so leicht. Ja, jetzt lache aber schon mal länger ein bisschen dauern. Aber wir haben... trotzdem kein Mittel mehr. Nein! Oh, ey, versuch mal das Ding zu treffen. Die Steuerung ist sehr sensibel. Ich glaube, das muss man erst richtig timen und einstellen. Ah, jetzt muss ich nachladen. Jetzt kommen Raptoren und ich kann mich nicht mehr heilen. Okay, ich kann LB und RB drücken, aber das bringt mir nichts. X halten, um wieder zu beleben. Wir können höchstens jetzt mal das linke ausprobieren, was das ist. Also wir können uns nochmal wiederbeleben. So, was ist das? Okay, ich habe irgendwas geworfen. Das scheint so eine Art Lähmung zu sein. Und was ist das hier? Okay. Das sieht aus wie Vorrat. Ja, okay, geil. Wenn man tot ist, bringt das auch nichts mehr. Können die mich komplett zerstören eigentlich, wenn ich liege? Ja. Okay, da sieht man ja den Blutbeutel. Ja, ist natürlich geil, wenn die auf mir drauf sind. Ah, die unterbrechen mich andauernd. Ne. Da, jetzt sterben wir aber sowas von. Ausrüsten. Ja, ich habe noch schnell die Medi bekommen. Ah, man kann aber recht oft, also wenn sie dich jetzt nicht auf dem Boden zerstören, kannst du recht oft... Hört doch mal auf! Ey, das war's. Jetzt fressen sie mich auf. Okay, was ist jetzt passiert? Hat der Ankylosaurus gerade die... getötet? Noch 3 Wiederbelebungen. Bereite dich auf den Wiedereintritt vor. Okay. Hui! Würde ich das nochmal... Oh, ich glaube, ich nehme die Sniper-Klasse alleine. Okay, ja, so viel zum Thema, ne? Halt, Early SS. Wir sind rausgeflogen aus dem Spiel. Ja, geil. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir doch erstmal, wenn wir alleine sind, eine etwas andere Klasse. Und wir warten immer wieder. Wollen ins Spiel. Spiel wie ein Krieger. Dumm. So, also Kampagne. Ich drücke Kampagne. Wir machen nochmal Heimweg. Schwierigkeitsgrad kann man nicht einstellen, nee. Und Freunde kann ich auch nicht einstellen, also. So, hier, warte mal. Der hat doch eine dicke Wumme. Die hat auch eine dicke Wumme. Aber das scheint jetzt so ein Allrounder-Typ, oder? Gegenüber spüren, bevor er sie sieht, okay. Hebt für kurze Zeit alle Gegner in der unmittelbaren Umgebung hervor, okay. Jagd mit vom Laser der Irre. If I'm ready for action? Das klingt gut. So, dann gehen wir nochmal rein. So, und jetzt werden wir es ja gleich sehen, von wegen dynamisches Level, oder nicht? Aber warum kann ich hier hinten starten? Ich meine, obwohl hier so Nebenaufgaben sind, oder was? Bedrohungsstufe. Ah. Vor allem, wir waren hier und der will mir sagen, dass hier eine minimale Bedrohungsstufe ist und hier hinten ist voll die oberkrasse Super-Action. Wir starten mal hier. Ja. Ja. Ich habe schon vorgelesen, mein Freund. So, rein hier in die Kapsel.
Good, okay. I'm ready. Also wenn es jetzt wieder dunkel ist, dann würde ich tippen, dass jede Hauptmission ein vorgegebenes Wetter hat, aber... Doch, ist dunkel, ne? Alter, Falter. Aber ja, Kylosaurus war schon krass, ne? Well, let's get to it, shall we? Das ist ein Granatwerfer. Okay. Hey, hope the landing wasn't too rough. We found archives that suggest a bunch of fully functional dropships can be found in the nearby airfield hangars. It is our mission to get them up in the air and back home to the Gateway Cygnus. Get to a hangar and we'll take it from there. Ja. Also dann würde ich behaupten, dass das Wetter nicht dynamisch ist. Aber es kann auch täuschen. Und es gibt ja auch diesen Erkundungsmodus. Wahrscheinlich ist es dann da dynamisch. Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr schon mehr vom Spiel gesehen habt. Was ist das denn schon wieder? Okay, das soll ich jetzt hier dran machen oder was? Ach so, ich soll den sichern. Ja, ich Idiot habe jetzt natürlich geschossen, ne? Hä? Schub diese benötigt. Okay, Freunde. Ich muss dazugeben, ich dachte, ich habe ein Sturmgewehr und kein Granatwerfer, sondern die hat wieder nicht auf die Waffen geachtet. Aber der war nice. Hat's geklappt? Ja. Yes. Alter Falter. Boah. Haben wir so jetzt. Kann ich das jetzt mit den Schubdüsen hier ausprobieren? Menschenskinder. Also ich soll nach oben drücken. Naja, und dann? Need a payload. Ach so, ich orte die erst. Ach. Hab's verstanden. Okay, man kann nur eins tragen. Und das macht natürlich Geräusche dann. Wenn man das ortet. Verstehe. Package ready. Okay. Ich geh mal weg. Alter. Perfect. I'm sure it'll come to good use. Jo. Ach so, das Ding ist jetzt auch wieder weg, der Behälter. Irgendwie cool. Irgendwie cool. Ich bin gerade so ein bisschen so. Was? Was passiert da gerade? Oh, guck mal. Das ist doch König der Löwenfelsen. Na klar. Es wäre schon irgendwie jetzt episch, wenn da oben jetzt ein T-Rex stehen würde, oder? Und der T-Rex würde im Mund irgendwas Kleines fressen. Das wäre so... Ich weiß nicht, ich würde es geil finden. So als kleine Hommage an König der Löwen. Aber na gut. Wir gehen weiter. Und vor allem müssen wir mal nachladen. So, jetzt wissen wir, rechts können wir unbegrenzt... Ich kann unbegrenzt mir Nachschub ordern? Sehe ich das richtig? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber gut. Dann halt mit dem Granatenwerfer. Oh, verdammt. Licht machst du automatisch, oder? Kollege Schnürschuh? Okay, da kommt was aus dem Boden. Alter, ihr seid zu schnell für meinen Granatenwerfer. That's the spot. Shoot the place. Ja, nice, ey. Oh, gibt's was Besseres, als Dinos in die Luft zu springen? Ich glaub's fast nicht. Die Raucheffekte sehen übrigens sehr, sehr schön aus. So, jetzt will ich hier mal hingucken. Der Boden ist ganz schön laut, wenn man hier durchläuft. Ich weiß nicht, ob man schleichen sollte in der Höhle. Und die kam ja auch gerade aus dem Boden raus, ne? Diese kleinen Säcke, hätte ich fast gesagt. Ist das Gift? Ach so, apropos, wir sollten uns mal heilen. Batching up.
wir gleich mal testen werden, ist dieser riesen Laser hier von den Typen hier. Ah doch, es wird hell. Ach, guck mal. Doch dynamisch. Gott, hab nichts gesagt. Es wird hell. Oh Mann. Da oben steht jetzt ein Dino. So wie ich es mir auf den anderen Felsen gewünscht hätte. Schade. Hat er mich schon gesehen? Das kann nicht sein. Die können nicht mich meinen, oder? Ich meine, die Musik wird lauter. Ich kann es mir nicht vorstellen, Freunde. Sehen die mich? Wir gehen einfach mal weiter. Ah. Warte mal, ist das wieder mein Steko-Freund? Ne, wir lassen den mal noch in Ruhe. Ganz in Ruhe. Hat er mich schon gesehen? Das kann nicht sein. Ah! Der hat mich schon gesehen. Okay. Jetzt haben wir den Laser drauf gemacht. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ja? Wie schmeckt dir das, mein Freund? Ja? Nur mit dem Granatenwerfer bin ich da. So, einmal nachladen, einsammeln. Aufpassen wegen den Kleinen hier. Boah, Alter, die sind aber auch kacke schnell. Das ist ein zweiter? Ah, leck mich doch. Reicht nicht einer? Scheiße. So, Fähigkeiten. Alter Falter. Ja, ich hau mir ja schon die Spritze rein, Freunde. Oh, es kommen immer mehr Dinos, ey. Ja, du lockst die natürlich an, weil du laut bist. Durchflutschen. Oh, das Rutschen ist super. Ist ja wie bei Apex. Flutschen. Okay, aber dann stoppt der ein bisschen. Haut doch mal ab, ihr Blöden. Lass doch mal den armen Sonnenchi in Ruhe. So. Wir machen mal noch Nachschub. Alter. Oh. Fuck, 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 fuck. Nimm den Nachschub. So. Last magazine. Oh, den habe ich nicht mehr gesehen. Fuck. Ja, das war's. Das war's. Alter Falter. Ja, hier kannst du die mehr erholen. Das war's. Boah. Nee. Zerstört, ey. Also erreicht haben wir den Flugplatz. Aber nicht geschafft. So. Stürzt es wieder ab oder hält es diesmal durch? Ah, warte mal, hier haben wir so einen Zwischenspawnpunkt jetzt. Nee. Ich muss hier hin, ne? Okay. Bin wieder da. Na, lange schwarzer Bildschirm. Okay, alles gut. Aber kennt ihr das, wenn einmal ein Spiel abgestürzt ist, dann denkt man immer, dass immer an derselben Stelle es immer wieder passiert. Ist doch so, Mann. Da kriegt man doch Panik. Ja, wie kommst du denn dann an die Dinos, also daran? Das ist ja alleine ist das schon, also schon straffer Schwierigkeitsgrad. Also so take it easy? Nee. Die Frage ist, könnte ich jetzt hier Leute mit reinholen? Oder ist die Kampagne allgemein dann nur alleine spielbar? Nee, wobei, man kann ja am Anfang im Startbildschirm kann man ja einen Trupp suchen. Tja.
Aber schön ist es. Schön ist es. Gut, wir haben jetzt die Mission, aber wir machen mal eins. Wir gehen mal zum Hauptmenü, sonst wird das wieder zu lang, das angezockte Video. Wir machen mal jetzt eins, und zwar gehen wir mal jetzt nur auf diese Expedition. Das ist ja dieses freie Erkunden. Und da gehen wir doch einfach mal, ja, hier so hin. Und dann nehmen wir mal noch als Klasse, oder hat er noch eine andere Waffe? Ja, da, oh, bin ich doof. Ein Speergewehr hat er doch. Machen wir mal so. Dann gucken wir uns mal den Erkundungsmodus an. Machen wir mal hier hin. Das ist jetzt aber eine andere Map, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, die wir jetzt ausgewählt haben. Also nicht, dass wir jetzt zweimal auf dieselbe gehen. Erkunde die Gegend allein oder mit einer Einheit und leiste deinen Beitrag zur Kriegsbemühung. Ja, stimmt, das war ja so. Also man sammelt hier irgendwie, also wenn jeder das einzeln macht, man sammelt das irgendwie in so einen großen Pott und löst dadurch irgendwas aus. Das hatte ich mal gelesen gehabt, wo die das Spiel hier vorgestellt hatten. Aber auch da könnt ihr mal gerne genaueres natürlich in die Kommentare reinschreiben. Ah, ich habe wieder das Pech, dass ich wieder in Dunkeln starte, ne? Der Sonne schießt Glück. So, fortgeschrittene Dunkelheit hier wieder. So. I'll take bloodthirsty dinos over that any day of the week. Oh. Aber die Sensibilität ist schon... Also ich glaube, das muss ich mir mal einstellen. Was? Was ist denn das da hinten? Eine Drohne? Gehen wir mal hin. Drönchen! 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 Oh, Surveillance Drone. If you get it down, the data it's carrying might help us stop out the region. Ich treff nicht. Ich dachte, ich gönn's mir einfach mal. Das habe ich auch nicht ganz zugehört, was die zu der Drohne gesagt haben. Fallen gesammelt 0 von 1. Nachschubbehälter. Alter, der ist geflogen. Aber wo einer ist, sind... Boah! Oh, die Nahkampf, aber Nahkampf ist schon nicht schlecht. Also machst du gut Damage. Reactivating that radar relay would really boost the signal from up here. If you've got the time, I mean. So, und hier sammeln wir die Punkte ein und die brauchen wir dann fürs Menü wahrscheinlich. Wo? Aber die Lichtstimmung ist sehr schön. Also wirklich. Oh, ich muss mir echt die Sensibilität anstellen, Freunde. Das ist mir zu viel. Wo ist denn die hier aktuell? Controller-Empfindlichkeit. Mama auf 20? Nee, auf 20 habe ich gesagt. Greifen die mich an? Ja, greifen sie. Oh, okay, das ist ein Tick zu langsam, aber auf jeden Fall schon mal angenehmer. Warte mal, ich schlage einfach zu, wenn der Nahkampf so gut ist. Oh, das hätte ich vorhin nicht machen müssen, ne? Aber ja, gut, man lernt ja, ne? Wie gesagt, erste halbe Stunde erst. Unterschlagen ist, nicht schlecht. Jetzt hauen wir uns noch eine Spritze rein. Aber im Dunkeln ist schon mies, ne? Wartet mal, können wir hier nicht den Strahl machen? Ja. Draufhauen, draufhauen. Komm her hier. Wo ist er denn? Alter, diese Drecks-Giftspucker. Da hinten.
Aber das kurbelt nach links, geht immer noch relativ schnell, aber nach oben ist es ein bisschen... Hier, das ist so ein bisschen langsamer geworden, ja. Da muss man sich echt erstmal so das Ideale rauspicken. Ja, probieren wir es mal so. Ich würde ja gerne noch irgendwie einen Behälter nach Hause nehmen, bevor wir hier erstmal ein kleines Zwischenfazit machen. Die kannst du ein bisschen gut erkennen hier. Die kleinen Elektro. Aha. Sehr schön. Und jetzt mache ich wieder Krach, ne? Zack. Und zack. Kann ich das nur schnell nehmen? Ah, ey, verdammt, ich dachte, ich kann das schon... Alter. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr faszinierend. Also, dass man kriegt es, glaube ich, mit immer wieder, wenn ich ruhig bin. Ist das ein großer? Nee, der steht einfach nur da oben drauf, ne? Ist ein normaler Raptor, oder? Nee, der sieht schon größer aus, ne? Oh, Alter, siehst du mal, wie krass? Den habe ich jetzt gerade echt nett gesehen. Hammer. Also hier musst du, glaube ich, wenn du echt auch zu viel spielst, echt taktisch rangehen an die ganze Geschichte. Ist der da gerade hochgeklettert? Das sah ja geil aus. Die Waffe macht weniger Schaden, wenn ich nicht ranzoome. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Nee. Warte mal. Treffen. Not so teethy now, are you? Ja, platte Sprüche sind auch in dem Spiel vertreten. Sehr schön. Hau doch mal ab hier. Damit habe ich den Dino Schaden gemacht. Das kann man ja dann auch taktisch einsetzen, ne? So, jetzt gucken wir mal noch dorthin. Das würde mich noch interessieren. Ich würde ja gerne noch einen T-Rex sehen wollen. Einfach nur mal sehen. Kann man hier eigentlich reingehen in diese Türen? Gut, ich habe keine Karte, ne? Aber habe ich jetzt Munition da bekommen? Ja, doch, habe ich, ne? War denn das? Gehen wir mal hier lang. Dunkler? Oder ist hier out von der Map? Was ist denn das hier? Nachschubbehälter. Ach so? Ach so, für mich. Jetzt keinen, den ich jetzt hochschicken muss, ne? Wir können ja trotzdem mal hier über diese Brücke gehen. Einfach nochmal von hier oben gucken.
kleine, die da ein bisschen planschen gehen und baden gehen. Aber das große sehe ich nicht. Na, ist halt doof, dass es jetzt dunkel ist, ne? Gut, dann würde ich sagen, was passiert, wenn wir jetzt rausgehen? Steht jetzt nichts da, dass man irgendwas verliert? Lobby wird erstellt. Ich bin immer noch Level 1. Haben wir jetzt irgendwas bekommen? Wir sammeln ja die ganze Zeit der Sachen ein. Verfügbar ab Stufe 2 dann. Ah, da muss ich mich echt noch schlau machen, liebe Freunde. Da muss ich mich echt noch schlau machen. Vultusbruch, klar, da. Hier ist richtig krass gefährlich. Na komm. Nur mal reingucken. Und dann nehmen wir mal noch ihn hier. Dann haben wir den auch kurz getestet. Nur mal kurz. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Wir sind schon wieder bei 41 Minuten. Das ist schon wieder zu viel. So, wo ist denn jetzt hier die meiste Action? Da unten. So, hier rein. Falle für Raptoren bauen. Zwei Nachschubbehälter. So, direkt rein. Mann, so lange wollte ich gar nicht machen. Verdammte Axt. Aber es ist ja grundprinzipiell immer ein gutes Zeichen, wenn man ein Spiel nicht direkt aufhören will, sondern erstmal so ein bisschen erkunden will, wie alles funktioniert. Sag es nicht, es ist wieder dunkel. Also viel Pech kann doch keiner haben. So viel Pech kann doch keiner haben. Guck mal hier. Nee, guck mal. Alles gut. Hey Sarah, where am I? Hey, hope the drop was alright. Das haben wir gar nicht geguckt, was der für Fähigkeiten hat. Ah, das ist so eine Rennfähigkeit. Vermute mal, damit kann ich Dinos auch umrennen. Oh yes, baby. Oh, das ist auf jeden Fall geballte. Oh, Alter, vibriert aber der komplette Controller. Leck mich am Arsch. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ich glaube, das hört man ein bisschen in die Aufnahme rein. Wahnsinn. Warte mal, sollte ich nicht Raptoren eigentlich mitnehmen? Alter! So, kommt, lass uns mal da hochgucken. Ich komm da nicht hoch. Echt nicht? So. Komm, wo ist was Großes, Gefährliches? Ich glaube irgendwo hier hinten. Kann ich mir hier einen Punkt markieren? Nee, markieren kann ich nichts. Aber wir müssen uns einfach nur rechts halten. Ach, schon wieder diese Giftviecher. Komm, ich will jetzt einen Dino sehen, einen großen. Ich will das jetzt wissen. Ist hier ein T-Rex? Schöne heiße Quelle. Die sah ja gut aus. Laufe ich richtig? Ja. Da hinten ist irgendwas im Boden. Aber die hauen schon von mir ab. Kann ich euch umrennen? Guck mal, doch, das war so ein großer. Umrennen! Yes, baby! Also das klappt tatsächlich. Ist natürlich jetzt der Nachteil, wenn... Alle? Okay, krasse Scheiße. Blöder Riesen-Velociraptor. Das sind viele. Komm, wir gehen mal weiter. Beziehungsweise holen wir mal Nachschub. Komm. Yes, baby. Ran hier. So. Jetzt wird das Ding hier nachgeladen. Was macht der denn da eigentlich? Schall? Ach, der ruft neue. Kann das sein? What the fuck? Oh, yes, baby. Okay, ich habe noch meine Superfähigkeit. Was kann die? Okay, anscheinend bin ich jetzt doppelt gepanzert. Also ich bin ein richtiger Tank auf jeden Fall. Alter. Alter, Falter. Ach, geht auf jeden Fall gut ab, ey. Wahnsinn. Ja, kommt da aus dem Boden raus. Los.
Scheiße, schon wieder alle. Mein Nachschub ist das wieder weg. Und hat eine Cooldown-Zeit. Das erklärt, warum unendlich. Alter, ist ja gerade in die Luft geflogen. Herrlich. Das sah ja geil aus. Okay, wir wollen aber weiter. Überlebt man das? Ja, wenn man an der Klippe runterrutscht, geht's. Da ist wieder die Truhe. Oh, das sieht gut aus. Oh. Das sieht gut aus. Ah. Und ich merke gerade, ich nehme die ganze Zeit ganz wenig diese, auf links diese. Ah. Und drei Triceratops, glaube ich. Einfach mal werfen. Aber wir haben gerade nichts, keine Munition mehr, ne? Ach doch, 280 Schuss. Ich glaube, der kommt jetzt, ne? Komm her! Zack! Ich mach Splatt, Junge! Ich wollte eigentlich die Superfähigkeit machen. Jetzt die hier. Jetzt haben wir noch eine. Was? Alter. Okay, du musst das echt taktischer angehen. So. Schön ruhig, schön ruhig. Habe ich einen Down? Nee. Oh, ich dachte, das reicht, um den komplett zu leben. Wir haben keine Muni mehr, Freunde. Eine Pistole bringt jetzt nicht keinen Meter weiter. Alter Falter. Wir können höchstens die Renntaktik machen. Zack, weggewumst. Oh. Alter, die Cooldown-Zeit für die Munition ist echt zu lange. Also man muss echt haushalten mit der Waffe. Also mit der Minigun. Aber da merkt man doch eigentlich, dass es wirklich auf Multiplayer ausgelegt ist, damit der eine halt wirklich in Ruhe seine Munition sparen kann, während der andere ballert. Also muss man mal gucken, wie sehr das im Multiplayer-Modus, ich sag mal, ausreicht. Alter, leck mich doch am Arsch, wir sind gleich im Eimer. Schauen wir mal noch so eine Spritze rein, wenn es noch rechtzeitig klappt. Okay, wir können den Ausweichsprung dabei machen. So, jetzt renne ich die um. Zack, Mann. Na, wie gefällt dir das mal, so umgeboxt zu werden? Oh, der will das jetzt gleich rächen. Ich bin schon wieder gleich tot. Spritze. Oh. Jetzt, Nachschub. Ich will diesen Tyron platt machen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Zack, schnell genommen, schnell genommen, schnell genommen, schnell genommen. Komm, nachladen, nachladen, nachladen. Scheiße. Ja. Oh, Scheiße. Ich will diesen noch platt machen. Wenn er mich in Ruhe lässt, habe ich Glück. Oh, oh, Alter. Ist er down? Nee, ist er nicht. Na komm. Doch, der ist tot. Du bist tot, oder? Ja. Alter. Das war... Huh. Aber ich habe ihn tot. Tja, mein Freund. Leg dich nicht mit Sanichi an. Also, es ist schon ordentlich vom Schwierigkeitsgrad. Also, ihr kriegt das mit, ne? Also, gerade alleine. Es ist kein... Es ist kein... Es ist nicht einfach. Um es mal so zu sagen. Warte mal. Was nehmen wir denn? Wollen wir das direkt als Screenshot nehmen? So. Machen wir das so. Und dann sieht das doch ganz schnieke aus. So in der Ecke.
Oder ja. So. Okay, liebe Freunde. Ich sage Dankeschön fürs Reinschalten. Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen, für eure Unterstützung auf meinem Kanal. Wir sehen uns nächste Folge wieder im Angezockt-Testvideo. Ladet es euch auf jeden Fall runter. Also Bock macht es auf jeden Fall. Ich will mich auch noch ein bisschen weiter reinsteigern. Und dann mal gucken, ob ich dann nochmal ein, zwei Videos zu mache. Wenn ihr was sehen wollt, dann schreibt es einfach. Bis dahin, haut rein. Euer Sonnetchi. Ciao.